wer führt den Einsatz? Servus. Also, aktuell so sieht es über die Straße davor anscheinend. Ja. Die sind wahrscheinlich ausgewichen, sind an der Straße auch. Entschuldigung, wir haben dieses Auto und das da, oder wie? Da unten und das Auto. Also primär haben wir dieses Auto hier, oder was? Nur dieses Auto scheinbar. Dieses Auto mit zwei Betroffenen. Und beziehungsweise drei. Du hast da drüben die eine und die beiden hier. Genau. Hier habe ich bisher noch nicht gesehen, wir können gerne mal runterschauen. Ja. Aber alles klar. Gut, und was habt ihr jetzt schon durchgemeldet? Also wir haben jetzt einmal drei Grüne durchgehen. Ja. Das wird sich aber definitiv ändern, weil er eher somnolent ist, er drüben eher Schädelbasis. Also machen wir zwei schwere draus. Machen wir zwei schwere und ein leichter, ja. Genau. Leitstelle 1012. 1012. Also aktuell drei Patienten. Von der Kategorisierung aktualisiere ich zweimal schwer, einmal leicht. Frage, was haben Sie mir alles geschickt? Aktuell aber Alarmierungsdaten, ja, die vier, zwei RTWs einnehmen. Ja, dann schicken Sie mir nochmal einen dritten RTW. Verstanden. Wie geht es den beiden jetzt? So, wer ist denn? Waren Sie nur hier? Sind Sie irgendwo dagegen gestoßen? Nein, oder? Ich wäre fast, aber die hat mich fast umgefahren und dann sind die ausgewichen. Aber und sind Sie fast gefahren und ist mein Schuld. Ich bin einfach über die Straße gerannt. Ich habe keine Zeit gehabt und bin losgerannt. Also das Auto ist Ihnen ausgewichen? Ja, und dann gegen den Pfosten. Dann sind Sie gegen den Pfosten gefallen. Okay. Und nein. Es ist sonst niemand verletzt außer Ihnen? Nein, mir geht's gut, aber die beiden, das ist alles meine Schuld. Dann der Kollege, der kümmert sich um Sie. Brauchen wir, ist da irgendjemand eingeklemmt, oder? Eingeklemmt glaube ich nicht, aber ich weiß nicht, was ich jetzt nicht an den Kopf weiß nicht. Leben die denn noch? Leitstelle 1012. Ja, Frage, kommt da die Pol noch zum Absichern der Unfallstelle, oder wie schaut das aus? Also keine eingeklemmten, normal müsste mir das autark so hinkriegen. Wie schaut das aus? Kriegen Sie einen dritten RTW? Ja, dritte RTW kommt, brauchen Sie zweiten oder? Oh. Zweiten? Ja. Wir brauchen die Feuerwehr, wir brauchen eine Rettung, eine rückenschonende Rettung aus diesem Auto. Entschuldigung, ganz kurz, wir brauchen eine Feuerwehr, um zwei Personen aus dem Fahrzeug zu retten. Genau, alles klar. Leitstelle 1012. 1012. So, jetzt brauchen wir einen zweiten Notarzt und dann machen wir doch technische Rettung für die beiden schweren Patienten und dann Feuerwehrpersonenrettung für zwei Personen. Ja, verstanden. Und dann besorgen wir mal Schockräume für die beiden schweren Patienten schon einmal. Das ist einmal Beckenfraktur und das andere multiple Verletzungen, gebe ich Ihnen noch genau. Dann kriegen Sie das alarmieren. So. Also was hast du da für ein Verletzungsmuster bei Ihnen? Aktuell nur das SHT. Muss man SHT. Und HBS. Dann bin ich fertig. SHT. AWS, alles klar. Entschuldigung, was hast du da für ein? Also du hast der Verdacht auf Becken und. Schädelhirntrauma mit eventuell ICB und Beckenfraktur. Bitte? Beckenfraktur. Jawohl, dann geht's für die bitte zu den Hand. Was hat er außer dem Becken? Eine interkranielle Blut. Alles klar, gut. Habe ich schon besagt. Leitstelle 1012. 1012. Also die Verletzungsmuster, die beiden schweren, sind einmal Schädelhirntrauma und der zweite ist Beckenfraktur und Verdacht interkranielle Blutung.
ARD. Ja, eine F2. Zur Einsatzstelle vorfahren. Ah, von wo kommen Sie denn? Wiener Platz. Ja, jetzt kriegen wir unter Rückens vor, direkt Einsatzstelle. Verstanden. Leitstelle 1012. So, seid ihr sonst soweit versorgt? Braucht ihr von mir noch irgendwas? Gut. Wer ist denn der... So, machen wir mal Folgendes. Der Arzt geht bitte schon mal vor, da fahren zu dem Fahrzeug. Wir haben zwei Patienten, einer ist ein Schädel-Hirntrauma, einmal das Beckenfraktur. Dir gehört das Schädel-Hirntrauma, das ist der Beifahrer. So, und du als Kutscherin machst bitte mal Folgendes, dass wir uns hier ein bisschen aufräumen. Schaut's denn aus, hast du da irgendwo eine Wendemöglichkeit? Du bist eh nur ein Neff, du kannst eh nichts transportieren, aber du fasst mir die anderen Autos voll. Ja, es ist schon, es sind schon Kräfte da, du brauchst bloß dein Ärzte-Equipment und ansonsten Personal hast du erst einmal da. Ich brauch dich erst einmal zum Autos umparken. Ja, stell erst mal einen Bock ab und geh auch mit vor, das machen wir nachher. Dann hüpf gleich mal deinem Arzt hinterher. Richtige Behandlung, Status 3. Richtige Behandlung, Status 3. Leitstelle 1012. 1012, ich hätte bereits einige Lied für Sie, und zwar im Krankenhaus Rosenheim. Wollen Sie mich am Telefon starten? Ich gebe Ihnen noch bis... KTW 5, zeige ich dir gleich. KTW 5, Status 4. Rettung, MZF 2, Status. Kannst du da drehen mit dem Fahrzeug? Ja, jetzt war jetzt langsam, dann machen wir es so, du fährst bitte von der anderen Seite an und fährst direkt zum Fahrzeug vor, kommst du auch von der anderen Seite in Hügel rauf. Alles klar, also einmal nochmal zurück. Genau, ihr fahrt einmal komplett außen rum, fahrt von der anderen Seite her. Alles klar. Was ist denn eure Funktion? Ihr seid? Ihr macht es mal folgendes, ihr dreht es dann auch hinter ihm durch und lasst das Auto dann unten stehen und kommt dann auch einfach von drüben rauf. Okay, ja.
Leitstelle 1012. Leitstelle, ja. Dann machen wir Anfahrt für alle nachrückenden Fahrzeuge von der Rosenheimer Platzseite aus, wenn noch wer kommt. Und welcher Patient dann welches Haus kriegt, sage ich Ihnen Bescheid, sobald wir es aus dem Auto draußen haben. Jawohl, verstanden. So, also passt auf, die Feuerwehr ist gleich da, die kommen von hier den Hügel rauf. Ja, also Feuerwehr fährt direkt hier vor, dass sie den Patienten rausbekommt. Und wir verladen dann unsere Patienten hier in die Autos und ihr dreht dann mit den Autos hier um. Wer sind denn jeweils die Kutscher von den Autos? Bist du? Ja gut, du bist das Neff, du gehst nicht. Wer sind denn die RTW-Kutscher? Du bist der RTW-Kutscher? Ja, das ist der vordere da, oder? Der steht ganz vorne in der Boot. Achso, der da hinten meinst du? Okay, alles klar. Gut, du bist der 6. RTW. Der KTW 5 und ihr lauft auch als KTW oder seid ihr auch RTW? Naja. Nein, KTW alarmiert worden. Okay. Dann schaut mal, da vorne irgendwo springt der Leichtverletzte rum, dann schnappt euch den mal, schaut mal, wir müssen irgendwo da vorne. Okay, hier mal schön mit. Ja, kommt hier. So, du übergibst bitte an die beiden Herrschaften, das ist eure Patientin. Ihr kümmert euch um die Patientin und dann sagst du mal bitte Bescheid, wie wir das machen, ob wir sie abtransportieren oder was wir mit ihr machen. Ja? Sitzen. Ja, theoretisch sollten ja zwei. Achso, das andere ist das Neff, ne? Wie ist denn das vom. Also, das bei euch habe ich es geschnallt, aber ihr seid ein Team, ne? Du bist. Entschuldigung, du bist der eigene RTW, gell? Du bist der hinter. Der erste RTW. Ja, passt. Dann geht's dir alles aus. Ja, klar. Ja, genau, wir auch. Aber deswegen, darum geht es ja. Wer ist der RTW, der meinen Patienten transportiert? Das ist technisch Deutschland. Das bist du. Okay. Wer ist der RTW, der Patienten? Ja, dann da drüben, der ist prioritär. Den schauen wir, dass wir schonend rausbringen. Verdacht auf Beckenfraktur. Da ist die Ärztin direkt der Ansprechpartner. Dann machst du mit ihr direkt aus. Aufteilen auf die Patienten. Wie schaut's aus? Wir das Auto checken mal durch und dann machst du das Fahrrad. Ja. Wir machen wir das jetzt einmal so, ich kläre euch direkt, wo ihr hinfahrt und dann schauen wir. Ja, verstanden. Leitstelle 1012. 1012. Ja, wir verrammen einmal die leicht Verletzte. Haben Sie da ein Haus für mich? Ja, für die leicht Verletzte bitte den Rinderplatz und das zweite Polytrauma kann dann bitte ebenfalls im Krankenhaus. Was bist du für Auto? KTW 5. Ja, das ist der Leichtverletzte, geht dann mit dem KTW 5, die sind dann in Kürze unterwegs schon einmal ab. Dann? Jawohl, der Leichtverletzte im KTW 5, im ich brauche euch eigentlich nicht nochmal, also einfach bei der Leitstelle ganz normal wieder klar melden. Dann.
So, Priorität hat da drüben, da fangen wir an. Perfekt. Sehr gern. Das ist da drüben, einfach darüber. Mit was? Hubschrauber? Leitsche, 10-12. So, für den Schwerverletzten hätten wir gerne einen Hubschrauber. Wie schaut's da aus? Ja, der kann wetterbedingt nicht fliegen. Ich habe ihn vorher schon in München angefragt. Ja, verstanden. So, wie schaut es denn aus? Kriegen wir da den Kofferraum auf, oder? Ich weiß, es geht ja nur ums Prinzip, weißt du? Also, wie mir gerade mal wieder einschalten. Ich weiß nicht, was du da ausführst. Du bist doch ja. So. Meine, dann weise ich mal meine Leute ein. Ja? Genau. Ihr seid meine Feuerwehr. So, dass wir dann gleich rausgehen. Sind wir jetzt Feuerwehr, okay. Seid ihr Feuerwehr? Ja, ja, ihr seid jetzt Feuerwehr da, ja, ja. Also wir warten ab, bis wir weiter mit dem Ohren. So. Angenehm, angenehm, Herr Busch. Herr Dr. Busch. Herr Dombeck. Dombeck, genau. Angenehm. Und zwar stehen die Schockräume schon. Ja, ist alles, alles am Start. Wir haben zwei Schockräume, wir wollen bloß wegfahren. Und auch neurochirurgisch. Ja, der ist halt schon Lerndraum angemeldet. Also, ja, genau. Ja. Und das Ziel ist schon bekannt. Ziele stehen beide auch schon. Mach doch nicht so einen Scheiß. Das ist halt. Ja. Weißt du nicht. Wir machen es ein bisschen davon abhängig, welchen ihr zuerst draußen habt, weil ich habe zwei unterschiedliche Betten und dann schauen wir einfach, wer zuerst draußen ist, der kriegt dann zuerst das entsprechende aus. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie beide adäquat versorgen können. Hier gehst du davon aus. Ja. Haus der Maximalversorgung. Genau, genau. Leitstelle 10-12. Ich frage meine Schockräume, das ist beides mögliche Maximalversorgung, oder? Also ich habe es nochmal verifiziert. Läuft. Wunderbar.
normalerweise sie können sie so einfach weghebeln, aber. Was macht sie dann mit der zweiten Trage? Ja. Aber die gehen jetzt hier drüben raus. Ach so, okay. Gut. Hast du jetzt eigentlich mal da drüben in dem Auto geschaut? Das ist nicht Teil des Szenarios. Ach, das gehört nicht ja. Können Sie da vorne drehen? Okay. Das ist schwer, der Patient. Ja, genau. Können wir den auch im Auto intubieren? Können wir den im Auto intubieren? Gut. Ja, ja, schaut, dass er ihn gleich reinschmeißt. Ja. Schnallt ihn fest, lasst ihn am Spineboard und ladet ihn direkt ein, dass wir von der Straße wegbringen, bitte. Sagt es einmal ab. Absaugen, Herrschaften. So. Du bist der Absaugung! So, du bist der Maschinist. Ja, und wo ist der zweite Kutscher, der vom MCDF? Der ist unten, sichert der Einfahrt ab. Schnappt ihr mal bitte den MCDF, zieht ihr beide mal ab, dass wir uns die Rangiererei sparen, die ich eigentlich vorhatte, dass wir einen schnellen Abtransport hinbekommen. Fahrt einfach unten auf die Seite und ich bringe euch dann eure Mannschaft wieder runter, wartet's. Ja, Hammer, kommt's. Leitstelle 10-12. So, der erste Patient ist jetzt aus dem Auto draußen, ist jetzt im Fahrzeug in Kürze, dann Abfahrt zum ersten Schockraum. Der erste Patient
Seid ihr so lieb, tut sie mir die Trage da kurz auf die Seite, weil da gleich der RTW durchkommt. Leitstelle 1012. So, der erste Patient, das ist der Gerettete mit der Beckenfraktur, der ist dann intubiert, beatmet. Dann sagen Sie mir, welches Haus wir dann als erstes anfangen. Ja, ich schaue, dass ich Ihnen loseise. So, ihr seid so Sportsmänner, oder? Ihr könnt sie noch ohne Notarzt fahren. Weil ich die Notarzt brauche für einen anderen Einsatz. Also, ihr intubiert sie und ihr könnt dann direkt ins Rosenheimer Krankenhaus fahren. Ist alles vorangemeldet, ist auch als intubiert beatmet schon gemeldet und den Notarzt brauche ich dann halt so bei der Freies, bitte. Ja. Ich habe direkt einen Folgeeinsatz für euch. Wenn der intubiert ist, dann könnt ihr direkt durchstarten. Das ist den habe ich vorziehen lassen, damit das Auto durch kann hier. Also die fahren jetzt kurz ab und dann schauen wir eh, dass wir weiterkommen. Obacht, Obacht, Obacht! So, dann meldet ihr euch direkt wieder am Funk klar und lasst euch von der Leitstelle direkt einen Folgeeinsatz geben, bitte. Was seid ihr für ein Auto? Das Neff was? Fahrt ruhig schon einmal zu, ich weiß nicht genau, wo das andere Ding ist. Das Fahr ich das Neff geschwind, der müsste der Schlüssel ja theoretisch stecken, fahr dir das Neff kurz 5 Meter vor und dann kannst du problemfrei rangieren. Beziehungsweise, ich sage mal, warte mal, bevor wir jetzt groß rumtun, die haben den eh gleich draußen, die paar Meter können wir auch schieben, dann bleib einfach so stehen, laden wir ihn so ein und du fährst so rum weg und fertig. Ihr seid vorangemeldet, Rosenheimer. Wir gehen vor zum Fahrzeug, der wartet schon drauf, das Einladen. Okay. Meine Frage.
Ja, ihr ladet noch schnell einen Patienten ein. So, bockt ihn schon einmal auf. Geh du noch ans Kopfende mit dazu. Da ist kein Durchkommen. Also, danke So, dann. So. Dann sitzt ihr wieder auf, meldet euch wieder klar. Vielen Dank. Schaut noch mal bitte ganz kurz, dass ihr kein Zeug habt liegen lassen. Das ist der warmeste. Gut, hüpfst du auch vor zu deinem Auto? Ja. Und die sind schon wieder am Aufsitzen. Okay. Du. Wo geht's hin? Rosenheimer vorangemeldet, ihr könnt sofort losfahren. Du bist. Das Auto, ne? Genau, die können ihn selber fahren, ne? Ich würde jetzt noch intubieren und begleiten. Okay, können wir den intubieren und nicht begleitet fahren? Oder musst du auf jeden Fall. Nicht begleitet gehen. Gut. Nee, ich habe schon gerade ausgeredet. Ihr müsst jetzt zum anderen Einsatz. Bitte? Ich nehme es an. Schauen wir mal. Oh, du musst schon rauskommen da. Ich habe das freimachen lassen. Also du müsstest da rauskommen, theoretisch. Leitstelle 1012. Ja, ja. Lass mal auf. Das muss ja. Nein, nein, das ist schon gut. Lass mal auf, Leitstelle 1012. Ja, was bist denn du für Auto? F2. Ja, für Sie dann in Kürze habe ich das F2 frei und der zweite Patient ist jetzt dann im Fahrzeug, ist dann in Kürze ebenfalls unterwegs, Rosenheimer, und in Kürze haben wir dann hier Einsatzende, dauert noch ein bisschen. So, und ihr meldet euch dann einfach autark wieder bei der Leitstelle, ne? Ja.